Sehr gerne. So, wer von Ihnen, ich komme mal gerade in die Runde, will hier abnehmen? Oh ja, der ein oder andere ist dabei. So ein paar Kilo weniger, vor allem nach den Karnevalstagen, das wäre es doch eigentlich. Die Fastenzeit kann helfen, wenn es aber ein bisschen was anderes oder sein soll, dann wird es natürlich schwer. Wie heilvoll klingt da das Versprechen, Fettzellen mit Kälte ein für alle Mal loszuwerden? Ein neues Verfahren oder relativ junges Verfahren heißt Cool Sculpting, wird jetzt auch in Bonn angeboten vom Johanniter Waldkrankenhaus. Kommen wir jetzt dazu, den Applikator aufzulegen. Das erste erstmal nur mit dem Vakuum, um zu gucken, ob das Gerät richtig sitzt. Beate Günther ist eine der ersten Patientinnen, die im Johanniter Waldkrankenhaus unter das neue Kühlgerät kommt. Ihr Ziel, die nervigen Fettzellen einfach wegfrieren lassen. Ob Cool Sculpting tatsächlich funktioniert, wir sind gespannt. Ansonsten sehen wir uns in einer halben Stunde, okay? Gut. Bislang hat es die 57-Jährige mit Sport versucht. Zweimal in der Woche geht sie ins Fitnessstudio. Ich war immer sehr schlank, eigentlich bis vor ein paar Jahren. Trage gerne körperbetonte Kleidung. Leider sieht man aber da jetzt mittlerweile den Bauch, die Hüftpölsterchen. Und das ist was ich leider auch durch den Sport nicht wegbekomme. Es ist einfach da und will nicht wieder weg. Ich hätte gerne wieder die 52 Kilo, die ich früher mal hatte. Damit war ich sehr, sehr zufrieden. So, mittlerweile sind leider 6 Kilo draufgekommen. Und ein bisschen was davon hätte ich gern wieder runter. Auch einige Diäten hat sie schon probiert, aber damit habe sie immer an den falschen Stellen abgenommen, sagt sie. Und eine Operation kam nie in Frage. Weil ich nicht so eine gravierende Veränderung am Körper haben wollte, da habe ich immer gedacht, das ist nichts für dich. Und das ist eben eine Methode, die viel sanfter ist. Sanft soll Cool Sculpting sein, aber billig ist es nicht. Beate Günther zahlt für die Behandlung von Bauch und Hüfte 2.300 Euro. Dabei werden ihre Fettzellen auf 3 Grad runtergekühlt. Warum Fettzellen dadurch zerstört werden, ist noch nicht vollständig erforscht. Man weiß, dass eben durch Kälte Einwirkung über einen gewissen Zeitraum Fettzellen tatsächlich verschwinden. Das hat man bei kleinen Kindern beobachtet, die viel Eis am Stiel gegessen haben, die eben Grübchen bekommen haben in diesem Bereich. Und aus dieser Beobachtung heraus hat man dann ein Verfahren entwickelt, womit man dann mit der Kälte tatsächlich kontrolliert die Fettzellen behandelt. Viele Patienten, die zu Dr. Busch kommen, sind mit ihrem Äußeren unzufrieden. Bislang stand dann Fettabsaugen hoch im Kurs. Mit Cool Sculpting hofft er, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Also medizinisch notwendig ist dieser Eingriff sicher nicht, aber es gehört aus meiner Sicht dazu, Lebensqualität zu behandeln oder den Patienten Lebensqualität zu geben. Nach 35 Minuten hat Beate Günther die erste von 4 Behandlungen hinter sich. So, wenn Sie einmal spinksen wollen, sehen Sie, es ist ein bisschen gerötet. Ob es funktioniert hat, zeigt sich in den nächsten 4 bis 12 Wochen. Denn so lange dauert es, bis sich Fettzellen abgebaut haben. Und jetzt zu Gast im Studio, Dr. Kai Busch, guten Abend. Guten Abend. Warum haben die Fettzellen sich dann, wenn sie erfroren sind, abgebaut? Ja, man geht davon aus, wie schon im Beitrag gesagt, es ist nicht ganz klar, aber man geht davon aus, dass die Zelloberfläche sich so verändert, dass sie von den körpereigenen Abwehrzellen tatsächlich dann als fremd erkannt werden und abgebaut werden, zum einen. Und zum anderen, ein zweiter Mechanismus, den man glaubt zu kennen, ist, dass die Zellen einfach in den sogenannten programmierten Zelltod gehen, dass sie eben sich quasi von selbst dann auflösen. Das heißt, der eigene Körper transportiert das quasi das alt und tote Gewebe, die alten Zellen dann ab? Der Körper transportiert über das Lymphsystem letztendlich dann die alten Zellen und das überschüssige Fett ab. Mhm. Die Dame will so um die 6 Kilo abnehmen. Kann das funktionieren? Ist das realistisch? Ja, aber nicht mit dieser Methode. Also letztendlich ist sowohl die Fettabsaugung als aber eben auch diese Fetteinfriermethode dazu geeignet, lokale Fettpolster zu behandeln, die eben, wie auch im Beitrag gesehen, eben dem Sport nicht zugänglich sind oder Diäten nicht zugänglich sind. Aber es ist keine geeignete Methode, um Gewicht zu reduzieren, sondern wirklich nur, um die Körperkontur zu verbessern. Sie haben es gerade angesprochen, Sie arbeiten ja als plastischer Chirurg, flicken meistens eher Unfallopfer wieder zusammen. Das ist jetzt ein neuer Aspekt, der bei Ihnen in der Klinik angeboten wird. Für wen kommt es denn tatsächlich in Frage? Wo sagen Sie, na, kostet ja auch ein paar Euro? Nee, das machen wir da nicht. Ja, man muss ganz klar die Zielgruppe definieren. Es sind natürlich Patienten, die zu uns kommen, eben mit der Frage bei zu viel Gewicht und zu viel Fettgewebe. Und dann muss man eben wirklich selektieren, für wen ist diese Methode geeignet oder für wen ist eben die konventionelle Fettabsaugung
eine bessere Methode. Wo sagen Sie nein? Bei dir lohnt sich es nicht, oder nicht lohnt sich es nicht, aber bei dir machen wir es nicht. Na, es sind zum einen die Areale, die man behandeln kann mit dem, mit der Kryolipolyse, also mit dem Einfrieren des Gewebes, wo manche Areale nicht da in Frage kommen. Und es ist eben auch die Menge, die Masse. Also wenn man jetzt 3, 4, 5, 6 Liter Fettgewebe entfernen möchte, ist das nicht die geeignete Methode. Also wir halten fest, es geht nicht darum, 10, 20, 30 Kilo abnehmen zu können. Auf keinen Fall. Was ist mit Menschen, die, sagen wir mal, gesundheitliche Probleme schon haben, fettsüchtig oder fettleibig sind? Für die ist das jetzt auch nicht die geeignete Methode, weil, wie gesagt, es dient nicht dazu, Gewicht zu reduzieren. Und Menschen, die eben unter massivem Übergewicht leiden, für die ist dann zunächst sowieso die Reduktion des Körpergewichtes, auf welchem Wege auch immer, angezeigt, bevor man dann vielleicht die Hautüberschüsse behandelt. Bei dem Preis um die 2000 Euro plus minus, gibt es eine Garantie für die Dame, die dann da liegt? Nein, also eine Garantie gibt es leider nicht. Man weiß aus sehr vielen Studien, also mittlerweile sind weltweit über 6 Millionen Anwendungen erfolgt, und man weiß aus diesen Anwendungen, dass etwa 86 bis etwas über 90% erfolgreich verlaufen, aber es gibt ein gewisses Restrisiko, irgendwo zwischen 10 und 5%, das tatsächlich es nicht funktioniert. Dr. Kai Busch, plastischer Chirurg des Waldkrankenhauses hier in Bonn. Vielen Dank für diese weiterführenden Informationen zum Weg- und Einfrieren von Fettzellen, allerdings begrenzt nur möglich. Danke für den Besuch bei uns im Studio.